Ein gezuckerter Donut kommt in unseren Kasten. Speichern. Wie spät ist es jetzt eigentlich? 9, noch nicht mal. 3/4. Es ist noch so hell draußen, das irritiert mich. Wollen wir mal schlafen? Ich glaube, er ist tatsächlich ein bisschen müde. Warum nicht? Ein kleines Nickerchen. Oder irgendwo zwischen diesen Mörderzombies und so kann man schon mal ein leichtes Nickerchen machen. Ein leichtes Schläfchen. Ich weiß gar nicht, ob es um die ganze Hardware ging bei dem Sony-Nintendo-Ding oder ob es eher die Sache mit CD-Laufwerk und so war oder die komplette Konsole, das weiß ich nicht genau. Okay. So wie ich die Rätsel in dem Spiel kenne. This is the entrance hall. Muss ich jetzt auf das Baby klicken, dann auf den Mann und dann auf den alten Mann. Dann ist das Rätsel gelöst, wahrscheinlich. You? What are you doing here? So it was you. Much more astonishing than I imagined. I'm impressed. No! Don't! I'm not even gonna stop! Hey, ich habe aber mal gehört, dass das genau andersrum war, The Cluedo mit Lionhead Studios. Ich meine, ich finde das auch super schade, dass die irgendwie so verheizt wurden und jetzt schon weg sind. We're still missing a vital piece of the puzzle. Aber so viel ich mitbekommen habe, kann man der Microsoft insofern nicht die Schuld geben, dass die denen wirklich super viel Freiheit und super viel Budget gegeben haben. Und damit konnten die scheinbar eher nicht umgehen. Das war eher eine Sache von, denen hat der Druck gefehlt. Aber keine Ahnung. Wer weiß. Naja, auf jeden Fall, genau. Und Banjo-Kazooie Rare ist grundsätzlich so ein Thema. Da, im Grunde muss man halt einfach sagen, dass alle Leute, die irgendwie für Rare verantwortlich waren, für die hohe Qualität bei Rare, einfach Rare verlassen haben, als die aufgekauft wurden von Microsoft. Es war dann deren Punkt, wo sie gesagt haben, naja, okay, gut, dann lassen wir es sein. Und dann haben die halt die Retro-Studios gegründet und sind teilweise zu anderen Firmen und haben sich so aufgespalten. Und das, was Microsoft gekauft hat, war halt der Name Rare und die Marken. Aber nicht sehr viel mehr. Und das merkt man halt auch sehr stark. Äpfel. Äpfel im Baum. Das ist also das Rätsel, ich verstehe. Muss ich die rausschießen? Das Problem war eher Peter Molyneux von Lionhead. Da bin ich mir echt nicht sicher. Ich weiß, Peter Molyneux hat echt einen schlechten Ruf, weil er einfach so viel Bullshit gelabert hat die ganze Zeit. Aber ich glaube, der ist wirklich eher einfach so ein visionärer Träumer, der einfach zu schnell zu viel labert und nicht nachdenkt. Und während irgendwelchen Präsentationen fällt dem dann ein, wie geil das Feature wäre. Und dann sagt er, ach ja, und das Feature bauen wir auch noch in unser Spiel. Und die Entwickler sitzen dann daheim und denken sich, oh Gott, was labert der schon wieder? Das können wir nicht machen.
Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube eher oft, dass es in Wirklichkeit eher so ist. So, der grüne Apfel für das Baby. Der hat immer Zeug gewollt, das gar nicht umsetzbar ist. Ja, genau. Aber ich glaube wirklich, das war weniger ein... Haha, ich belüge die Leute, damit die mein Spiel kaufen, und mehr ein... Boah, das wäre so geil, wenn wir das machen könnten. Ich kündige das jetzt schon an, dann müssen wir es einbauen. Oder so in der Art. Aber ja, hat natürlich dem Ganzen nicht geholfen. Das stimmt. So oder so. Wie man den persönlich bewerten will, aber ist eine Sache. Aber so oder so war das nicht förderlich für das Entwicklungsstudio. Time to die. Kann man das in unsere Kiste tun, bitte? Dankeschön. Ja, Black and White 1 und 2 waren so genial. Also, das muss man halt auf jeden Fall sagen, dass Peter Molyneux halt dadurch... Und deswegen glaube ich, dass er eben wirklich eher so ein Träumer war. So ein leicht unrealistischer. Weil der hat halt schon auch einfach für wahnsinnig viel Innovation gesorgt und einfach verdammt gute und geniale Ideen gehabt. Damals, als er noch echte Spiele gemacht hat. Fable. Ich fand eigentlich auch Fable 2 und 3 beide noch gut. Mir hat die ganze Fable-Trilogie gefallen. Ich fand die voll in Ordnung, alle drei. Also ich meine, der erste war natürlich gerade für seine Zeit einfach Wahnsinn. Das haben natürlich der zweite und der dritte nicht erreicht. Aber ich fand alle drei insgesamt trotzdem cool. Wie mit der Mass Effect-Trilogie. Ich finde den dritten von der Trilogie auch ziemlich schwach. Ich habe das erst gespielt, beziehungsweise erst durchgespielt, als das Ende schon gepatcht war. Kann die Schrotflinte nicht mehr nehmen, dann ab in den Kasten. Deswegen hatte ich schon das umfangreichere Ende. Deswegen kann ich es vielleicht nicht sagen, wie enttäuschend der Schluss früher gewesen sein muss. Aber ich fand das jetzt auch nicht irgendwie total kacke. Ich finde auch die ganze Mass Effect Trilogie als Ganzes absolut gut. Gut bis okay. Also es passt schon. So geht es mir mit Fable auch. Passt. Alle drei passen. Der eine mehr, der andere weniger, aber kann man gut spielen, alle drei. Hallo Chris, wie geht's? Roter Samen. Natürlich. Von Crusader. Dankeschön für die Bits. Oh, warte. Ich habe was vorbereitet für den Fall. Das Profiling müssen wir jetzt eh nicht unbedingt sehen. The Bits. The Bits. The Bits. The Bits. The Bits. Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Das sehen wir eh nochmal vollständig dann. Das Profiling. Achso, ja, habe ich gelesen, habe ganz vergessen zu antworten, aber ich spiele das eher auf der Switch. Ich habe das eher auf der Switch, also genau. Aber danke fürs Bescheid geben, dass das reduziert war. Ich mag Mass Effect Andromeda. Story hat wenig mit Mass Effect zu tun, aber das Spielgefühl ist geil. Ich habe von anderen auch gehört, dass die das Gameplay mögen, dass denen das Spaß macht. Das ist für mich halt gar nichts. Ich habe mir ehrlich gesagt nach Mass Effect 1 immer gewünscht, dass das mehr in Richtung Rollenspiel und mehr in Richtung Strategie geht. In Wirklichkeit ging es mehr Richtung Action, war nicht die Richtung, die ich gern gehabt hätte. Und der Andromeda ist für mich deswegen auch vom Gameplay her so die Krönung des Verfalls. Aber ich finde auch die Welt und die Story, die Charaktere, die Dialoge, alles einfach nicht mehr so gut. Das ganze Setting, es ist einfach alles dämlich.
so dämlich alles. Ich finde alles dämlich. Ich finde Mass Effect Andromeda von vorn bis hinten dämlich. Und, das ist eben das Hauptproblem, es macht mir nicht mal Spaß. Ich kann im Spiel viel verzeihen, wenn es mir Spaß macht, aber für mich war es nicht mal das. Ist halt ein Deckungsshooter geworden. Mir hat das ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich zugeben, mit dem Auto irgendwelche Leute zu überfahren. Mit dem Auto Leute überfahren ist immer lustig. Da kann man nichts sagen. Nicht umsonst ist GTA so erfolgreich. Das Spiel besteht zu 90% aus mit dem Auto Leute überfahren. Aber... oh Gott. Aber... ansonsten... nee. Für mich gibt es so die Mass Effect Trilogie und dann halt Andromeda, aber über das reden wir nicht. So ungefähr. Aber die Trilogie mag ich gern. Schlüssel zum Sonderausstellungsraum. Ich bin erst mit dem dritten eingestiegen. Ah. Daher war Teil 1 eine absolute Qual. Die deutsche... ich habe das nie auf Deutsch gehört. Ich weiß es nicht. Ich habe alle drei auf Englisch gespielt. War nur Schauspieler in dem ersten. Okay. Na dann, das ist doof. Ich habe ja Gears Tactics, habe ich ja auch auf Englisch gespielt, aber ich habe gehört, dass auch da gerade für heutige Zeit die deutsche Synchro eine Katastrophe sein muss in Gears Tactics. So der typische Fall von, die Sprecher haben keine Ahnung, welcher Charakter ihren Satz gerade in welcher Situation zu wem sagt. Die haben einfach nur die Texte bekommen, lesen die vor und fertig. Kein Kontext, kein gar nichts. So ganz typisch, wie das eigentlich vor 10, 20 Jahren noch ein großes Problem immer war bei Videospielen. Kommt anscheinend immer noch vor. Ein roter Schuh ohne Stöckel. Schon wieder. Den haben wir doch schon mal gefunden. Stiletto-Schuhe. Ein Absatz ist abgebrochen. Becky muss sie mit dem Brief geschickt haben. Kaputt. Ach ja, stimmt. Wir haben ja nur den Absatz gefunden damals. You? What are you doing here? Ich wollte gar nicht aufs Profiling starten. Das war ein Versehen. Ich finde, wenn man das einmal am Anfang sieht, wenn alles noch verschwommen ist, und dann am Schluss vollständig reicht's. Wenn man das wirklich alle 5 Spielminuten wieder sieht, mit ein paar zusätzlichen Szenen, ich weiß ja nicht. Wir sind schon ein cooler Actionheld. Ach, Mann. Ich glaube, ich laufe einfach durch. Ich glaube, man sollte viel mehr durchlaufen. Na gut, der steht im Weg.
Oder? Ich glaube, der stand nicht mal im Weg. Gut, die droppen natürlich Loot. Loot ist natürlich gut. Aber trotzdem laufe ich jetzt viel mehr durch. Hi, Desert Railgun, wie geht's? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass Sony kein Crossplay mag auf der PS4. Das war doch mit vielen anderen Spielen. Also ich weiß nicht, wie es bei Andromeda ist, aber bei vielen Spielen scheitert es an Sony, weil die halt aktuell Marktführer sind. Und da wollen die halt natürlich, dass die Leute sagen, hey, ich kaufe mir das jetzt für die PS4, kauf du dir das auch für die PS4. Und die nicht Marktführer sind, sind in der Regel immer die, die sagen, nein, hier, Multiplattform ist voll super. Deswegen bezweifle ich das, dass das geht, Andromeda über PS4 und PC Crossplay zu spielen. Aber ich weiß es nicht. Bullseye. Yes. Amazing. Ich kann das zwar alles observen, aber es geht nicht. Mit einem Fluch versiegelt. Okay. Das klingt komplizierter als einfach nur irgendeinen Generator einschalten. Ah, ich schätze mal, jetzt habe ich den letzten Gegner getötet. Jetzt ist der Fluch gebrochen, oder? Ja. Das war doch leichter als einen Generator einschalten sogar. Ein Tisch. Eine Tischplatte, die größte Münze der Welt. Es ist wirklich die größte Münze der Welt. Eine Friedensmünze. Oder besser gesagt, eine Anti-Friedensmünze. Damn. Auf diesem Bild wurde mit Blut ein umgekehrtes... Woher weiß der, dass es umgekehrt ist? Vielleicht hält er es nur verkehrt rum. Friedenssymbol gemalt. Kein Teil der regulären Sammlung. Na gut, da ist eine Plakette. Die ist meistens unten. Kann schon. Okay, ich gebe es zu. Okay, vollständiges Profiling. Schauen wir mal, wie die drei Hinweise zusammenpassen. Der Mörder geht in die Galerie. Er trifft sie, wird erkannt. Sie kennt den Mörder. Und sie weiß, dass er der Mörder war. Und sie ist erstaunt. Und sie findet es nicht gut, dass sie jetzt ermordet wird. Ich muss protestieren. Und er findet Blut toll, der Mörder. Dann steht er am Schreibtisch. Und dann zieht er die Leiche weg. Ende. Des Profilings. Hat er sich halt gerade den Mittelfinger gezeigt? Habe ich das richtig gesehen? Die kann was erleben. Na, warte, Hand. Oder zu wem auch immer du gehörst. Jetzt kommt die Gerechtigkeit. Hey, mir fällt gerade ein, mit Akte X spiele ich jetzt gleich parallel zwei FBI-Spiele im Grunde. Das kann kein Zufall sein. Ich bin offensichtlich Teil von einer FBI-promotenden Weltverschwörung, die Menschheit darauf vorbereiten soll, dass bald das FBI die Weltherrschaft übernimmt. Offensichtlich. Ich sehe keine andere logische Begründung für das Ganze. Insofern muss es stimmen. Hallo, Monster? Könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass hier keine Monster kommen. Kommt schon. Das ist nicht mein erstes Rodeo. Ich war noch nie bei einem Rodeo. Weder als Teilnehmer noch als Zuschauer. Aber das ist nicht mein erstes Rodeo. Ich war mal irgendwo, da gab es tatsächlich so einen elektronischen Bullen in der Mitte mit so einer Schaumstoffmatratze. Aber den hat niemand benutzt und ich auch nicht.
Ich finde aber, das zählt. Das war quasi ein Rodeo, finde ich. Mehr oder weniger. Ein potenzielles elektrisches Rodeo war ich mal. Nein! Nein, bitte nicht! Nein, ich will nicht! Ah, shit, ey. Ich will nicht gegen das Ding kämpfen. Nein, geh doch was. Warum bist du so schnell? Geh weg. Ich laufe extra so weit weg, dass wir ein bisschen Abstand haben. Dann guckt euch das Viech an. I don't like you. Bitte geh weg. Ausweichen. Wo ist ein B? Verdammt. Ich habe wieder zu lange mit dem Xbox-Controller gespielt. Das ist echt schlecht. Ah, wir müssen nachladen. Das ist so ungünstig. Oh Gott, nein. Ich hasse die so. Ausgewichen. Damit hat es wohl nicht gerechnet, das Ding. Ah. Come on. Nee, nee, wir killen hier niemanden, okay? Killen ist aus. Killen ist leider aus. Ah, wie soll ich denn da ausweichen? Wie soll man denn da ausweichen? Mach dir über Streamlabs mal die Emote Wall als Browserquelle in den Stream, bitte. What? Ich weiß nicht mal, was das bedeuten soll. Du tust so, als ob ich eine Ahnung von dem hätte, was ich hier tue. Ich brauche bitte genauere Anweisungen. Aber dann kann ich das sehr gerne machen. Du wurdest vom FBI entführt und arbeitest nun in ihrem Namen. Ja, ja, eben. Also ich stehe auf deren Gehaltsliste. Aber es ist natürlich, wie immer, bei so Behörden, bei so amerikanischen Behörden, mit Drohungen verbunden. Die zahlen mich, aber ne, die stellen nicht nur die Zahlungen ein, sondern implizieren auch natürlich, also so eine Semi-Geiselnahme ist es schon. Aber hey, was macht man nicht alles? Dieser Seppo ist für diese Eingabe nicht kompatibel, genau. Es ist tot, es ist tot. Oh, ich hasse die so, Mensch. Oh, wie ich die hasse. Wie ich die hasse. Okay. Eilt ja nicht. Nein. Nein. Oh Gott, Hilfe. Wenigstens kann ich die Taschenlampe noch an- und ausmachen, das ist die Hauptsache. Erst zeigt er uns den Mittelfinger und jetzt das. Das gibt eine Anzeige. Oh Gott. Hörst du jetzt mal auf? Kügel. Ich kann gar nicht mehr auf sie zielen, weil sie so nah an mir dran ist. Das ist mir ein bisschen zu nah, junge Frau. Ich will ein bisschen professionellen Abstand hier, bitte. Nee, warte mal. Oh Gott, puh. Das gibt es nicht. Ich kann nicht so. Ich habe jetzt B gehämmert wie blöd. Wenn die so nah an mir dran liegt, kann man einfach nicht ausweichen. Das Spiel ist unfair. Aber das war's. Das war der Killing Blow. Na Gott sei Dank.
Mensch, wie ich die hasse. Nein, es reicht, finde ich jetzt mal. Wie viele denn noch, bitte? Hier bin ich hinter dir. Dreh dich mal um. Ja. Genau, auf die Entfernung ist schon besser. Komm nicht näher. Komm bitte nicht näher. Du kannst doch eh schießen. Was musst du denn immer so nah an mich rankrabbeln? Dammit. Yeah. Die Ausweichrolle aus der Hölle hat wieder zugeschlagen. Wo ist eigentlich Geralt, wenn man ihn braucht? Ein Bannkreis am Boden. Wie heißt der? Wie heißt der? Ich weiß nicht mehr. Nee, das ist... Dann könnte sich der schon mal nicht mehr unsichtbar machen. Dann ein paar Mal mit dem Silberschwert draufhauen. Haben wir eigentlich Silberkugeln? Das könnte helfen. Bin mir nicht sicher, ob Deadly Premonition und Witcher im gleichen Universum spielt. Aber, ich meine, spielt nicht Witcher irgendwie in jedem Universum vielleicht? So ein bisschen? Wegen Multiversumsreisen und so? Doch, weil ich, soweit ich das jetzt verstanden habe, reisen die tatsächlich zwischen Planeten in ihrer Welt hin und her, aber auch auf ganz andere Welten, ganz andere Universen. Also alles. Die bereisen, was die so wollen. Diese Elfen und Ciri sind krass. Yes. Insofern könnten die auch ins Deadly Premonition-Universum reisen, wahrscheinlich. Die Frage ist, ob dann die gleichen Regeln natürlich gelten. Das weiß man nicht. Vielleicht ist Geralts Laserschwert, wollte ich schon sagen. Vielleicht ist Geralts Silberschwert nutzlos gegen die Deadly Premonition-Geister. Wer weiß. Vielleicht können die nur mit 10mm Maschinenpistolen besiegt werden. Das könnte sein. 10mm Maschinenpistolen, meine einzige Schwachstelle. Hey, in Cyberpunk müssen die ein Ciri Easter Egg einbauen, oder? Muss. Ich freue mich jetzt schon drauf, das zu entdecken. Ein Brief von Becky an Diane. Ich verstehe ehrlich gesagt immer noch die Verbindung zwischen denen nicht so hundertprozentig. Inwiefern waren die involviert und was? Wer hat wen was? Wo? Warum? Und wo überhaupt? Ich weiß es nicht. Objekt verstauen. Hey, ich bin mir nicht ganz sicher mit den Waffen. Muss ich jetzt zum Beispiel das Messer ablegen? Reicht das, wenn ich das Messer ablege? Kann ich dann die Schrotflinte rausnehmen? Weil ich finde, Messer gegen Schrotflinte wäre ein guter Tausch. Das würde ich machen. Was haben wir denn hier? Eine Schaufel? Sieht aus wie eine Plastik-Spielzeugschaufel. Sense, hm. Es funktioniert. Es funktioniert. Und ein bisschen MG-Munition nehmen wir auch noch mit. Cool. Cool. Moment mal. Stand da gerade Panda Bar oder sowas? Panda Bea. Ich kann hier einkaufen bei Panda Bea. Das ist mir neu. Ich kann ein Katana kaufen. Ich glaube, ich will einen Katana. Sie können nicht mehr tragen. Okay, ich verstehe schon. Aber ja, ich will einen Katana. Also, Kasten wieder öffnen. Objekt verstauen. Brechstangen verstauen. Der Kasten ist voll.
What? Seit wann kann denn der Kasten voll sein? Oh. Katana. Oder doch lieber ein Säbel. Nee, ich kann nicht mehr tragen. Ja, dann wohl nicht. Ich glaube, ich bevorzuge doch lieber eine Schrotflinte dann, wenn ich mich da entscheiden muss. Aber gut zu wissen, dass man Katana kaufen kann. Die Panda Bear Bar. Ich finde, Panda Bar wär ein guter Name für eine Bar. Mit echten Pandas. Gute Nacht, Cluedo. Mach's gut. Gute Nacht. Ich hab jetzt diesen Microsoft Games Pass, weil du gerade schreibst mit EA Access. Weil EA-Spiele gefallen mir einfach meistens eher weniger. Da ist wenig dabei, das mich anspricht. Aber bei den Xbox-Spielen, Nick, den Microsoft-Spielen, da lohnt es sich für mich tatsächlich. Da kommt jetzt echt mindestens jeden Monat ein Spiel, das mich tatsächlich interessiert. Das ist eigentlich echt cool. Da lohnt es sich schon. Die paar Euro dafür. Für mich jetzt. Aber das muss man sich, finde ich, vorher gut überlegen. Aber mit ein paar gezielten von diesen Angeboten kann man, glaube ich, insgesamt viel Geld sparen. Opfer Nummer 3. Ab wann ist man Serienmörder? Ist es schon 2 eine Serie? Oh, wir stinken schon wieder. Wir haben schon wieder Cutscenes mit Fliegen. Ich glaube, ich wechsle den Anzug einfach nie wieder. Ich will so viel Fliegen wie möglich sammeln. Wir werden jetzt der Fliegenlord, der Herr der Fliegen. Wie sieht der Cutscene? Die fliegen schon an der Stelle, wo wir hingehen, oder wie? Nee, keine Ahnung, wo die fliegen. Naja. Wir haben bis jetzt nur 2 Fliegen. Wir kriegen noch mehr Fliegen. Moment, ist das George, der so stinkt? Bin mir nicht sicher. George, call for assistance with the body. Wait! She's still alive. Wie immer. Und wieder werden wir sie nicht retten, weil wir inkompetent sind. Diane, don't move. Don't move her hands and stay still. George, it's no good. It won't budge. Emily, stand back. Kann springen, ey. Was für eine Sprungkraft. Warum schreit George eigentlich, bevor die fängt? Weil er die Kräfte sammeln muss fürs Fangen. Ich werde euch so stark fangen, dass ihr zerquetscht werdet. Um einen starken Armen. So ungefähr wahrscheinlich. Gute Nacht, Strike Like Mike. Mach's gut. Thomas, call an ambulance. What? What? Agent York, George, are you okay? Yes, I'm okay. I think I'm too old to be an acrobat, though. Diane looks okay, too. She should be able to tell us who did this to her. God, I hope so. But you, George. Quite a catch. I'm impressed. Hmm? George? Thank you.
Peter. What a beautiful fish. The reaching brand who feel off in many directions. Combination of sharp voices, light away, unconventional, inspiring a truly deep eroticism in all who clear. Every woman will find concerns about being penetrated by those sharp voices. This piece is the most unimaginable for talent. And yet, this is far more than a water piece of art. It is a piece of masterpiece by elegant gynecologist and power. Tom Croker, making this piece. Diane! Stop right there, Nick. You're under arrest for the attempted murder of Diane Ames. Huh. Back off! Don't touch me! Emily, hurry! Ja, das stimmt. Ich meine, bis jetzt haben die Polizisten technisch gesehen einen höheren Killcount als der Killer, den sie jagen. Wenigstens ruft mal wer einen Krankenwagen. Thomas, der Einzige, der irgendwie nicht ganz bescheuert ist anscheinend. Er muss halt an irgendwelchen fremden Tatorten kotzen und alles kontaminieren, aber ansonsten kann er nicht nur gute Kekse backen anscheinend. Nick, quiet. Can you hear that? Möglich, wer weiß. Der Dalmatiner ist der Mörder. Der Dalmatiner und die Zwillinge stecken unter einer Decke. Wenn die beiden Zwillinge auf die Schultern voneinander steigen und sich einen roten Regenmantel anziehen, bam, Mörder. I think he wants us to follow him. Shall we follow Zack? Klar. Der Hund hat bestimmt Lassie Superpower und zeigt uns jetzt, wo der Mörder in den Brunnen gefallen ist oder so. Ich meine, wir könnten vielleicht auch einfach mal dieser Blutspur folgen, damit wir sehen, wo das Opfer quasi ja, schwer verwundet wurde, aber ich glaube, da reichen die Fähigkeiten von unserem FBI-Agent nicht. Das muss ihm ein Hund zeigen. Von Paw Patrol. Cool, oder? Wenn man immer wieder kurz die Sprintentaste drückt, passiert das. Und witzigerweise ist man dadurch noch viel langsamer, als wenn man einfach gehen würde. Immer kurz sprinten ist langsamer wie einfach gehen. Da haben wir wieder was gelernt draus. Okay, ein Hund, zwei Fliegen und ein FBI-Agent. Was kann da noch schief gehen? Das wäre doch ein gutes Setup für einen Roman. Ein Hund, ein Polizeihund, ein FBI-Agent und zwei Leichenaufspürfliegen sind das. Natürlich. Wer soll sonst Leichen besser aufspüren als Fliegen? Die wollen irgendwo ihre Eier ablegen.
Das macht voll Sinn. Das sind speziell trainierte FBI-Leichen. Aufspürfliegen. Alle beide. Und ein Hund. Der ist einfach nur, der ist nur zum Spaß dabei. Der ist niedlich. Der kann gar nichts aufspüren. Hund? Wo geht's lang?